Hase ist verrückt geworden und will alle töten. Freunde, wird er es schaffen, gegen dieses Wildschwein zu kämpfen? Oh Gott, der Osterhase ist wirklich ein blutrünstiges Monster und hat hier direkt das Schwein getötet. Wir sind zurück im Battle-Simulator. Lasst dafür auf jeden Fall mal ein Like da. Und vergesst hier nicht, den Kanal zu abonnieren, Freunde. 80% von euch haben noch gar nicht abonniert. Also abonniert hier den Kanal. Jetzt kommt der Steinbock angepisst. Und auch hier kommt der Osterhase wieder an und will ihm in die Beine beißen. Und beißt auch den Steinbock tot. Also ihr seht das, eigentlich soll der Osterhase immer Freude verbreiten. Aber heute wird er wohl alle Leute auffressen. Also komm, so ein Tiger, der wird es doch wohl jetzt mal schaffen, den zu töten. Oder was? Ich meine, das ist ein Häschen. Worüber reden wir? Worüber reden wir? Und der hat hier direkt... Oh Gott, oh Gott. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Der Tiger lebt der noch? Ja, der Tiger lebt noch. Der kann gar nichts mehr machen. Der Osterhase kämpft hier noch sich nach vorne. Und das war's. Der Tiger ist auch besiegt. Von der Osterhase hat selbst den Tiger tötet. Was willst du machen, wenn der Osterhase selbst einen Tiger tötet, sag mal? So ein Eisbär, den wirst du doch wohl jetzt nicht töten, Mr. Osterhase, oder was? Der ist so stark, der muss doch jetzt den Osterhasen töten. Komm, 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 komm. Ja, der Eisbär beißt den Osterhasen hier schon mal auf jeden Fall schon mal gut hin. Irgendwo will er hier auch gefühlt aus seine Eier verschenken oder sowas. Aber glaubt mir, das sind bestimmt vergammelte Eier oder sowas. Weil dieser Osterhase, den wir hier gerade sehen, das ist nicht der richtige Osterhase. Das muss irgendein Monster sein oder sowas. Auf jeden Fall richtig, richtig gruselig. Oh, es scheint nach einem härteren Kampf auszusehen. Wir gucken mal ein bisschen ins Leben rein. Beide haben noch kaum Leben verloren, ne? Es sieht so aus, als würde das hier noch ein bisschen länger dauern. Der Osterhase kriegt den Eisbär nicht richtig zu fassen, habe ich das Gefühl, ne? Oh Gott, was passiert jetzt hier? Oh, es spritzt ein bisschen Blut. Der Eisbär kriegt ihn hier zu beißen am Nacken. Der Eisbär hat den Osterhasen am Nacken gebissen. Doch, der Osterhase beißt den Eisbären auch. Wir gucken ins Leben rein. Der Eisbär hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Leben abgezogen bekommen. Jetzt kassiert der Eisbär hier gerade gut, gut Schaden. Der Osterhase wehrt sich hier ganz schön stark. Hat halt auch so eine krasse Rüstung an. Oh Gott, wer holt das Ding nach Hause? Guckt es sich an, der Osterhase hat hier anscheinend den Eisbär jetzt in einer guten Position. Doch der Eisbär steht wieder auf. Wir gucken mal ins Leben rein. Wir brauchen gar nicht mehr ins Leben reingucken. Der Eisbär ist tot. Der Eisbär hat verloren und der Osterhase hat noch volles Leben. Ey, was war denn das bitte gerade für ein krasser Kampf? Und vor allem, wie lange ging der bitte? Aber meint ihr, der Osterhase kommt gegen den Dinosaurier an? Das würde mich auch mal interessieren. Denn eigentlich denke ich, dass er das auf jeden Fall nicht schaffen würde, aber... Das glaube ich nicht. Oh, er beißt hier wieder gut rein. Der Patchy hat Probleme. Der Patchy hängt hier mit dem Kopf und rüttelt hier rum. Aber der Osterhase greift zu. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Osterhase beißt auch hier wieder den Patchy. Oh. Oh Gott. Der Patchy will hier ein bisschen auf Abstand gehen und will Anlauf holen. Und der Osterhase kommt an und beißt ihn hier nochmal. Ja. Der Osterhase ist sauer. Er denkt sich so, ich bin das einzige böse Tier, was es hier gibt. Ne? Und der Patchy, der hat hier Angst. Guck mal, der läuft weg, holt Anlauf, aber kriegt nicht genug Anlauf. Der Osterhase kriegt ihn ganz gut zu fassen. Der muss hier nur einmal richtig zubeißen. Und dann war es das mit dem. Ja, also bisher sieht es halt sehr, sehr krass aus für den Osterhasen. Das sieht so aus, als würde der Patchy hier jede Sekunde draufgehen. Jeder Angriff, den der Patchy macht, war es das. Ja, und der ist tot, Freunde. Selbst ein Dinosaurier bekommt einen Osterhase zerstört. Ich denke aber, ihr alle wisst, welchen Dinosaurier der Osterhase nicht gekillt bekommt. Nämlich ein Brontosaurus, Freunde, komm. Also so ein kleiner Osterhase, der wird hier einmal bam, platt getreten und dann war's das mit dem. Also da muss man doch gar nicht... Wow, 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 der Osterhase, er pisst sich schon wieder durch. Da muss man doch gar nicht miteinander reden. Guck mal hier, Alter, wie der hier kassiert, der Osterhase, guck mal. Der wird komplett hops genommen. Der wird komplett hops genommen. Das geschieht ihm auch ganz recht, nachdem er Osterhase ruinieren will, sag mal. Vorne lang... Okay, 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 ja, 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 ja. Ich meine, der Mr. Osterhase, ach, das war's mit ihm direkt hier. Komm schon, jetzt musst du da mal rangehen und den mal... Oh mein Gott, er wird direkt platt getreten. Wow, der Dinosaurier gibt ihm auch böse, aber es sieht so aus, als würde der... Guck mal, der Osterhase hat auch nicht einmal Schaden genommen, ne? Hier, auch hier nicht. Auch hier kassiert der Osterhase gar keinen Schaden. Was ist das? Und der Brontosaurus, der Brachiosaurus, wie der heißt, bekommt hier ein bisschen Schaden. Das sieht so aus, als würde der Osterhase das Ding gewinnen, wenn der Brontosaurus oder Brachiosaurus, ich weiß ja nicht mehr, wie heißt, schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn der ihn hier vorher nochmal nicht klein kriegt. Was? Guck mal, jetzt hat er sogar schon ein bisschen mehr Leben verloren. Es sieht so aus, als würde der Osterhase den riesigen Dinosaurier hier töten. Es sind ungefähr 10 Minuten vergangen und es tut sich hier nicht wirklich viel. Der Brontosaurus hat hier auf jeden Fall ordentlich mehr Schaden genommen bisher. Wir gucken mal die Lebensanzeige. Ja, ihr seht es. Hat auf jeden Fall mehr Schaden als der Osterhase. Der Osterhase hat noch gar keinen Schaden. Das heißt, es ist eine Frage der Zeit. Aber ich würde sagen, diese Runde ging auch an den Osterhase. Der Osterhase gegen den Ankylosaurus. Der Ankylosaurus schiebt ihn direkt hier rüber. Wow! Und will hier mit seinem Schwanz direkt schon rausholen. Der schiebt ihn rüber. Jetzt kommt der Kick gleich. Oh, da war der Baum im Weg. Hier schieben, schieben, schieben und Drehung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä? Was? Der Ankylosaurus ist schlapp. Der Ankylosaurus hat gerade... Wow! Wo steht denn der Osterhasen hin? Er schiebt ihn hier gefühlt runter und Drehung. Nochmal wieder weghauen. Sehr gut. Der Ankylosaurus spielt hier Tennis mit dem Osterhasen oder was?
Aber auch der Ankylosaurus hat hier noch am meisten Schaden genommen bisher. Der Osterhase hat noch gar keinen Schaden. Oh, er kommt an. Der Osterhase nimmt hier wieder den Ankylosaurus und macht gut Schaden. Er beißt ihn mir wirklich gut unter den harten Panzer. Unter die... Wow, das war mal eine Klatsche. Habt ihr das gehört? Oh Gott, jetzt hängt der Osterhase da in der Luft fest. Der Osterhase hängt in der Luft fest. Nein, Mr. Osterhase, nein. Und das war's mit ihm. Ey, aber eigentlich hätte der Osterhase das gewonnen, aber der Ankylosaurus hat ein bisschen schlauer gespielt. Ich denke, das wird ein schneller Kampf sein. Der Osterhase gegen Sonic.exe, Freunde. Ja, ich denke, ihr wisst alle, wer stärker ist. Wenn ihr es noch nicht wisst, schreibt es mir hier in die Kommentare. Was denkt ihr, wer ist stärker von den beiden? Ich denke, das Ding holt auf jeden Fall der Osterhase easy nach Hause, ne? Guck mal, der beißt da sogar bei Sonics Hand so rein. Und Sonic kriegt hier irgendwie nicht den richtigen Draht hin, wo er Schaden machen kann. Also Sonic muss hier ein bisschen Schaden machen, sonst dauert der Kampf hier 10 Jahre, ne? Also, der Osterhase versucht hier so ein bisschen sein Glück. Aber Sonic kommt gefühlt nicht richtig mit dem Maul runter, dass er hier irgendwie zubeißen kann oder sowas, ne? Ja, das sieht fast so aus, als würde das Ding hier ein Unentschieden werden gegen Sonic.exe. Sonic.exe ist doch sonst ein richtig, richtig krasser. Wieso wird das Ding hier unentschieden? Oh, jetzt drückt er ihn hier ein bisschen an die Kante ran. Wenn Sonic ihn da runtergeschoben bekommt, dann war es das mit dem Osterhasen, ne? Ne, jetzt drehen die sich hier wieder zurück. Sonic greift ihn ab und zu an, aber nicht genug. Ne, es sieht so aus, als wäre das hier auf jeden Fall ein Unentschieden. Jetzt mal der optimale Test. Der Osterhase gegen Bonnie aus Five Nights at Freddy, was ja auch ein Hase sein soll. Oh Gott. Und wer gewinnt hier? Wir gucken mal uns ein bisschen die Lebensanzeigen an. Beide sind auf jeden Fall ziemlich dick eingepackt in so Panzern. Ich sehe jetzt schon. Guck mal, wie wenig Schaden gemacht wird. Bonnie wehrt sich nicht einmal. Der muss nicht mal was, oder die muss nicht mal was machen. Und der Osterhase beißt hier in die großen Zehen, als gäbe es keinen Morgen, ne? Nach dem Ostern gibt es auch gefühlt keinen Morgen. Oh Gott, okay. Also, Freunde, schreibt mir mal in die Kommentare, wie verbringt ihr so euer Ostern? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Aber das hier ist auf jeden Fall aussichtslos. Hase gegen Hase ist, denke ich mal, unentschieden, Freunde. Was meint ihr? Schreibt es mir auch in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall Gleichstand. Ja, was soll ich sagen? Hase gegen... Oh Gott, lauf! Oh Gott, Osterhase gegen so einen Wegläufer hier. Das soll auch ein Osterhase sein, aber guckt euch den Mann, wie der aussieht. Der hat einfach so einen Nilpferdkopf. Und da kommt der Osterhase schon an, der holt sich den jetzt gleich hier. Wo läuft der hin? Nein, der will abhauen vor dem. Und da kommt der Osterhase und... Was ist das? Der hält kein Feuerschwein? Was ist denn das? Dass der Osterhase spürt aus dem Hintern Feuer. Was ist denn das für ein Osterhase? Sag mal, hat der irgendwie Chili gegessen? Leute, der zündet den anderen Osterhasen an. Mein anderer Osterhase hat schon ordentlich Schaden kassiert. Oh mein Gott. Als wenn so ein kleiner Osterhase das Ding hier mal nach Hause holt. Glaube ich. Das wäre gefühlt das erste Mal, dass der normale Osterhase an Land so stirbt. Guck mal, selbst so kassiert der Osterhase Schaden. Oh mein Gott, er beißt ihn hier. Aber hier tut sich irgendwie gar nichts mehr. Ne? Wie sieht der denn auch aus, der Osterhase? Ah, komm, ist doch mir jetzt auch im Gleichstand. Osterhase gegen Huggy Wuggy. Wer gewinnt? Was meint ihr? Jo, es sieht so aus, als würde Huggy direkt schon rangehen. Pickt hier mit seinen spitzen Händen einmal ein bisschen ins Fleisch rein vom Osterhasen. Wir gucken uns die Lebensanzeige an. Aber seht ihr das, was ich sehe? Der Osterhase... Wow, was seht ihr? Der Osterhase macht trotzdem sehr, sehr guten Schaden. Der Osterhase beißt hier ein bisschen in die Beine und Huggy kommt gefühlt nicht durch die Rüstung oder durch das dicke Fell vom Osterhasen, ne? Huggy kassiert sogar Leben. Oh mein Gott, okay, das sieht fast so aus. Wenn es so weitergeht wie jetzt, das Blut ist auf jeden Fall von Huggy. Wenn es so weitergeht wie jetzt, dann war es das mit Huggy Wuggy. Dann wird er Geschichte sein, dann wird er draufgehen. Es sind 20 Minuten vergangen, Freunde. Das Leben von Huggy ist immer noch gleich. Hier tut sie nicht mehr viel. Das Ding ist auf jeden Fall entschieden, auch unentschieden. Einfach Huggy genauso stark wie der Osterhase, hätte ich nicht gedacht. Joa, der Killy Willy ist schon ein krasserer Gegner, ne, gegen den Osterhasen. Na, ich bin aber gespannt. Ich glaube, der Osterhase kann auch hier guten Schaden landen. Mal gucken. Ich meine, bisher hat er sich ja ganz gut geschlagen, ne? Oh, lecker. Uiuiuiui, jetzt geht's aber los. Hier, der Osterhase ist komplett verrückt geworden, habe ich das Gefühl. Aber Killy Willy macht auch keinen Schaden bei ihm, ne? Obwohl Killy Willy hier mit den Händen wie Spider-Man irgendwie losschießt und mit den Zacken kommt, mit den Zackenfingern. Aber er macht irgendwie nicht genug Schaden. Also, ich sehe jetzt schon auf gleich, guck mal, da ist nicht mal gefühlt, irgendjemand hat ein Leben verloren, obwohl so ein bisschen Blut auf dem Boden ist. Also, ich glaube, das Ding ist wieder unentschieden, Alter. Ich muss sagen, der Osterhase performt richtig, richtig krass. Iron Man, mach mal was und wow! Okay, das sind Raketen, die gehen auf jeden Fall auf den Osterhasen drauf. Oh Gott, die treffen ihn ja gefühlt selber und auch hier wieder der Osterhase. Ne, noch am Leben, alles gut. Raketen kommen aber. Oh, machen die Schaden? Iron Man will hier gut Schaden machen. Ja, der Osterhase hat schon ein bisschen Schaden kassiert. Wo fliegt er hin? Wo fliegt er hin? Und er fliegt wieder aus dem Spielfeld. Und da hätte die Rakete ihn auch getroffen. Das war's mit ihm. Selbst Iron Man gewinnt gegen ihn. Das größte chinesische Monster im Battle Simulator ist aufgetaucht. Und ja, guckt euch das an. Oh Gott, er will hier wirklich den Osterhasen hops nehmen. Und der Osterhase performt ziemlich stark. Der Osterhase hat noch gar keinen Schaden genommen. Oh Gott,
kann ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Ich sehe gar nicht, wo der Osterhase hier gerade hingeht. Wo ist der Osterhase? Da ist er. Okay, okay. Der Osterhase hat noch gar keinen Schaden genommen gegen so ein riesiges Monster. Und es sieht so aus, als würde das große Monster runterfallen. Es fällt von der Plattform und damit geht diese Runde auch an den Osterhasen. Was? Der Osterhase hat das große chinesische Monster gerade hops genommen. Und er raucht auch noch hier. Er ist noch einfach am Qualmen. Oh, komm schon, Benin. Du bist so eine Maschine. Du wirst es doch wohl jetzt mal schaffen, den Osterhasen platt zu machen, oder nicht? Komm schon, ja. Oh, Venom denkt sich auch nur so, du bist doch nur so ein lächerlicher Bugs Bunny, was willst du denn von mir? Da kommt er an, piekt hier ein bisschen auf jeden Fall ran. Venom ist nämlich mega, mega sauer. Denn falls ihr es verpasst haben solltet, ich sag mal so, letztes Mal gegen Hulk, ja, hat er da verloren oder gewonnen. Ich will noch nichts callen, aber guckt euch die Folge auf jeden Fall an auf meinem Kanal in den Videos. Oh, und draufgetreten. Ja, ich glaube, das Ding holt Venom nach Hause. Ich glaube, das Ding holt Venom nach Hause. Venom schiebt ihn hier wirklich um sich her. Der Osterhase kriegt Schaden, kriegt Venom ihn auch von der Plattform geschmissen. Der schmeißt ihn hier auch rum. Der Osterhase hat auf jeden Fall schon gut Leben abgezogen bekommen. Ja, also ich würde sagen, Freunde, brauchen wir gar nicht zu Ende gucken. Das Ding geht auf jeden Fall an Venom. Na, hier hat der Osterhase auch ein paar Probleme gehabt. Während die beiden hier im Hintergrund kämpfen, Freunde, würde ich sagen, das war's mit der heutigen Folge gewesen sein. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie verbringt ihr so euer Osterfest? Ich wünsche euch natürlich allen frohe, frohe Ostern. Hättet ihr gedacht, dass der Osterhase komplett verrückt geworden ist? Ich hoffe, euer Ostern hat er nicht ruiniert, meins auch nicht. Ich wünsche euch wunderschöne Ostern. Lasst einen Like und noch ein Abo, wenn euch dieses Video gefallen beim Zuschauen. Tut den Fall, checkt gerne eins von den anderen mal Videos aus. Ich kann gar nicht mehr reden. Schreibt mir auch noch in die Kommentare weitere Monster, gegen die ich mal kämpfen soll oder sowas. Bin ich auf jeden Fall bereit. Habt einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.